So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. War mir schon böse aus. So, wir haben drei neue Hauptmissionen dazu gekriegt. Verfluchtes Vermächtnis ohne Entdeckung, Spuren der Phantome, keine Ahnung. Und Extrem, Karawane der Verräter. Wir haben auch schon mal eine gehabt, die Karawane geheißen hat, die war ziemlich schwer. Da habe ich mich, glaube ich, durchgeschossen. Mit dem Raketenwerfer. Und neben Operationen haben wir auch was Neues gekriegt. Und zwar endlich Gefangenenrettung Nummer 19. 19. Und die Minenräumung haben wir auch dazu gekriegt, okay. Aber wir haben... Ah, wo ist die Gefangenenrettung? Halt nur. Da. So, und 18, 19. Gut. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich nachdem noch die anderen... Kriege. Also nach dem sollte 20 auch noch kommen. Ich hoffe, das kommt dann. Dann sind wir mit der Gefangenenrettungen auch endlich fertig. Jetzt machen wir mal alle Nebenmissionen wieder. Und danach machen wir wieder die Hauptmissionen. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Wir hauen uns gleich rein. Da, nein, nicht schon wieder. Das gibt's ja nicht. So, haben wir Sniper. Passt. Hund haben wir mit. Auf geht's, ab geht's. Ich präsentiere den Ladebildschirm, das allererste Mal in meinem Let's Play zu sehen. Ich hoffe, dass ich danach 20 bekomme. Dann sind wir wirklich fertig mit der Gefangenenrettung. Danach machen wir noch die Minenräumung 20.000 Mal und dann sind wir mit dem auch fertig. Das ist jetzt schon Part 153. 153 Parts habe ich schon aufgenommen. Das ist unglaublich. So, am Anfang werden wir wieder ganz viel laufen. Vielleicht hätte ich mal das Pferd mitnehmen. Ja, ist doch wurscht. Das ist schön. Wir markieren da oben. Ich hoffe, dass der nicht allzu weit weg ist. So, lass mich runter da jetzt. Bitte. Du fliegst eh nicht weiter. Es wird so und so wieder mehr, was ich laufen muss. Und ab geht's. So. Ich glaube, wie ist denn das gegangen mit den Kassetten? Da haben wir Kassetten. So, ich glaube... Zwei? Nein, eins. Genau. Machen wir ein bisschen Musik. Andere Musik darf ich leider Gottes nicht machen. Jetzt regt sich YouTube auf. Seit wann kannst denn du Waffen entdecken? Geht schon, lauf. Sehr brav. Perfekt. Lad nach. Alles cool. So, ab damit. Nehmen wir alles wieder mit, was geht. Ich hoffe, ich habe dafür noch Platz auf der Motherbase. Ich glaube, das war's. Da haben wir noch einen Jeep. Und das Ding ist wie immer unter Dach. Da kann man, das kann ich leider Gottes nicht mitnehmen. So, haben wir ihm wieder alles leergeräumt, was er da mitgehabt hat. Gut, laufen wir weiter.
Leider Gottes dauert das nicht allzu lange, das Lied. Das heißt, ich muss dann gleich ein neues reingeben. Nur mal ein bisschen variieren da. Extraction arrived at Mother Base. Schon aus? Achso, weil es ladet. Okay. Komm, gib Gas, Snake. Gas, 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 Turbo. Ich möchte das so schnell wie möglich hinter mir haben. Ich möchte da jetzt nicht wieder eine halbe Stunde draus machen. So, und jetzt beginnt wieder der große Dreck da. Ah, Sandsturm. Na, ist das geil? Na, ist das geil? Wir laufen einfach weiter. Die Hunde sind mir wurscht. Hauptsache, sie lassen mich in Ruhe. Nein, das ist zu weit. Weg mit dir. Lad nach. Alles ist cool. Ah gut, er geht auch automatisch aufs nächste Lied. Okay. Das ist mir erst jetzt aufgefallen. Ja, das ist, wenn ich mich konzentriere. So, da bleiben wir mal in Deckung, würde ich sagen. Da hockt die her. Der Sandsturm wieder gleich aufhören, oder? Ja, ich weiß nicht, ob die... Das ist eine gute Frage. Ich sehe halt auch einen Scheißdreck, genauso wie sie einen Scheißdreck sehen. Ah, komm. Ah, sie sind ganz oben, okay. Gut zu wissen. So, Snake, bitte. Wenn da der Feind drauf kommt, kannst du auch raufkommen, oder? Alles cool, alles cool. Alles cool, wir spielen da ein bisschen Rambo. Wenn wer darf, dann bin ich das. So, die Kojoten da unten können scheißen gehen. Das Geschütz ist, glaube ich, auch nicht mehr da. Ja, kommt's nur. Kommt's nur. Lad nach. So, stirb. Perfekt. So, das war knapp. Das war jetzt wirklich knapp, okay. Aber wir haben es trotzdem geschafft. So, runter, regeneriere dich. Alles ist cool, Snake. Lad nach. So, ihr oft wie ich das da schon ausgeräumt habe, dürften da überhaupt keine Männer mehr sein, Alter. So, der Hund hat mir nichts markiert, wir gehen einfach rein, ne? Wo ist denn der Wund? Wuffi? Wuffi? Da oben. Gut. Du bist lebenswichtig für mich. Komm. Nehmen wir alles mit. So, Mausibär da oben, ha? Und tschüss. Ja, das Lied passt sehr gut dazu, zum Stürmen. Ja, stellt euch vor mich hin. Hast schon recht. So, geht schon. Feind töten. Perfekt. Treffe ich den? Ja, in die Schulter. Das passt schon. So, und da ist der Typ, den ich rausholen muss. 104 Meter von mir entfernt. Gut, 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 gut. So, stirb. Du auch. Lad nach.
Ich weiß nicht, soll ich jetzt noch einen Nachschubabwurf machen? Das sind 1, 2, 3, 4 Leute noch. Ja, okay, gut. Ich glaube, das geht sich aus. So, ganz ruhig. Die da oben hast du mir gar nicht markiert, Wufi, ja? Auch wurscht. Jetzt da. Einmal. Zweimal. Bleibt's liegen. Sehr gut, dann stirbt's nämlich auch so. Dreimal. Sehr gut. So, den da oben. Weil leider Gottes nur ins Ding. Stirb. Lad nach. Alles cool, alles cool. So, da hinten scheint irgendwas zu sein. So, den treffe ich auch nicht von da. Den habe ich, okay. Da hinten ist irgendwo ein Sniper gewesen, oder? Irre ich. Ja, Alter, ich treffe dich nicht von da. Du musst weiter nach vorne kommen, bitte. Dein Freund wenigstens so intelligent? Nein, auch nicht. Da ist wer? Achso, der ist... Das ist der Sniper. Sehr gut, eins ist weg. Nummer zwei ist verletzt. Ah, der hat sein scheiß Schild. Alles cool, das geht schon, das geht schon. Ganz kurz warten, regenerieren, dann snipern wir weiter. Alle, die ich treffe, sterben so und so. Versuch mal, ob du wen erwischt. Sehr gut. Sehr gut, den habe ich auch erwischt. Komm mal davor. Kann nicht weiter zurückgehen. Oder steh wenigstens auf. Komm ein bisschen weiter da nach vorne. Ich habe fast keine Munition mehr. Please select a drop point. Supplies requested. Sehr gut, der ist mal weg. So, ganz ruhig. So, was ist jetzt mit den Typen? Jetzt verpisst er sich schon wieder. Ich habe nur noch zwei Schuss. Ach, scheiße. Nein! Ich hab meinen eigenen Hund in die Fresse geschossen. Tut mir leid. Na, ich tue mich jetzt auch ein bisschen schwer da. Ich hab keine Ahnung, warum. So, bitte. Einmal. Nein, bleib doch. Ah. Bleib stehen. So, du auch. Der Typ geht mal voll am Arsch mit dem Schild. Aber sowas von am Arsch. So, du stehst auf, das ist gut. So, stehst du auch auf, das wäre super. Stehst du heute noch auf? Du stehst überhaupt nicht auf, gell? Du bist wohl ein kleiner Mausibär. Aber euch lasse ich jetzt trotzdem nicht da leben. Euch hole ich mir. Gut. Was mache ich? Ich verdrück mich uroft jetzt. So, jetzt haben wir ihn.
Komm, hol ihn dir, hol ihn dir. Perfekt, so. So, du Scheißwichser da oben, hä? Schieß mir dir mal die Eier weg. Und das Scheißlicht machen wir auch aus. Ja, wollt ihr auch sterben? Nummer 1. Den treffen wir in den Fuß. Aber besser in den unteren Bereich. So, du gehst mal am Arsch. Probier mal da. Das ist ein gutes Training, aber. So fürs Durchschießen ist es nicht schlecht. So, Mausibär, du bist, glaube ich, der Letzte, oder? Nein, ober mir ist noch ein Sniper, habe ich gerade gesehen. Irgendwo da. Ja, genau, irgendwo da oben. Wo der allerdings ist, weiß ich nicht. Ah! Da bist du! Gut, passt. Lad nach alles. Holen wir den Typen raus. Da unten liegt er irgendwo. Komm, gib Gas. Mach die Tür auf. Servus, grüß dich. Ich hoffe, du bist der Letzte. Mit dem, wo ich da reingehen muss in diese Scheißmission, Alter. Das ist schon arg, wenn man das so annimmt, Alter. Muss ich da überall durchkämpfen? So, verpiss dich raus da. So, auf den Rest wird geschissen. Wir warten nur. Achso, da gibt's noch einen. Na, Alter, bitte. Wo ist er jetzt? Achso. Okay. Jetzt hab ich mir gedacht, jetzt gibt's noch einen, weil da 139 Meter gestanden ist, aber das war der Ballon. Okay. Sind wir fertig? Wir verpissen uns hier und zwar auf schnell. Wir haben die ganze komplette Basis wieder mal ausgerottet. Und ich hoffe, das war das letzte Mal, dass ich da reingehen habe müssen. Ich hoffe es wirklich, das ist. Boah. Okay, gut, ich beende hier mal den Part. Das passt schon. Als nächstes gibt's die Minenräumung, außer ich kriege jetzt da... Okay, gut, jetzt ist schon fertig, jetzt können wir auch gleich reinschauen. Bitte, wir haben 50% erreicht. Boss, about that AI pod you retrieved from Emmerich's research facility. Guess what we found inside? A corpse. Human. The pod maintained a low internal temperature the whole time, and very little outside air got in. That would have slowed down decomposition. Still, the remains were mostly skeletal. Estimated time of death is between 6 months and a year ago. We put the screws to Huey about it. Listen to the tape. Turns out it was the body of someone we knew very well. Okay, aber das Band will ich mir jetzt nicht anhören. So. Es ist zwar nett, dass du mir das alles sagst. Habt ihr das gelesen? Ich weiß nicht. Ich hab's gelesen. Also in der KI-Einheit, die ich für den Emmerich rausgeholt habe, da war eine Leiche drinnen. Hat er gesagt? Please select a mission. Das ist mir eigentlich auch wurscht. So, Nebenoperationen. Schauen wir gleich mal. Gefangenenrettung 20. Bitte, 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 bitte. Und? Na, schade. Gut, dann machen wir als nächstes die Minenräumung 07. Passt. Aber allerdings erst im nächsten Part. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.